Da sind wir wieder, Connor, so wie es aussieht. Und damit herzlich willkommen zurück zu Detroit Become Human. Wir gehen in eine Bar. Ein Android geht in eine Bar, in der keine Androiden erlaubt sind. Und auch keine Hunde. Das ist ja toll. Was wird da wohl jetzt passieren? Ich bin gespannt. Hat er sich denn wenigstens seine Leuchte überklebt? Hat er nicht. Findet Lieutenant Anderson. Lieutenant Anderson. Okay, ich muss wohl noch ein paar Schritte weitergehen. Gesicht nicht erkannt. Ziel abgewandt. Abgewandt, alles klar. Dann muss ich vielleicht mal pfeifen, dass alle gucken. Scheiße, ich dachte, Androiden dürfen hier nicht rein. Besonders nicht schwarze Androiden, gell? Was ist dein Problem? Moment mal. Den kenne ich schon. Den habe ich mal irgendwo in einem Video gesehen oder in einem Trailer. Der könnte wichtig werden, beziehungsweise wird wichtig. Willst du einen ausgeben? Hab ich nie gedacht. Hallo? Na du? Ich hätte gern... Esse ich? Ich weiß gar nicht. Essen Androiden? Oder nehmen sie einfach nur Batterien? Und wer sind sie? Ich rede einfach mal mit dem. Ne, ich analysiere den. McRae, Samuel. Alles klar. Kann ich noch irgendwas tun hier? Nee. Dennis Ward? Nee. Da sitzt noch jemand am Tisch. Den kann ich aber nicht... Ich kann ihn erneut scannen. Bringt das was? Nö. Den anderen kann ich nicht scannen, warum auch immer. Hey, verschwinde hier. Ist ja gut. Jetzt guckt er. Jetzt kann... Nee, ich kann ihn immer noch nicht identifizieren. Da wollte ich gar nicht rein, eigentlich, aber okay. Das sind wohl Damen, da gehe ich jetzt nicht rein. Ja, schauen wir mal. Da kann ich nicht rein, oder? Nee. Vielleicht, wenn ich rangezoomt habe irgendwie. Vielleicht kann ich irgendwas drücken. Nö. Ist in Ordnung. Was steht denn da? Ban Androids. Ah, verbannt Androiden. Da geht er auch nicht rein. Okay, dann wollen wir hier offensichtlich auch nichts. Guck doch auch, wieso kann ich den nicht scannen? Ah! Jonah Graham, okay, auch nicht der, den wir suchen. Wer sind Sie? Christopher Gray? Okay. Ich gehe nochmal nach hinten zu dem Tisch. Da hat es ja ganz offensichtlich... Habe ich ja ganz offensichtlich etwas nicht getan, was ich hätte tun können. Also genau auf den Kopf. Jetzt geht's. Chris Roberts. Hallo Chris. Bin doch mal weg. Sie habe ich schon gescannt, junger Mann. Sie sind? Kim Johann. Alles klar. Ich sag einfach Johann. Ich weiß schon, dass ich zu dem Grauhaarigen muss, aber... Ich dachte mir, ich scanne einfach mal alle. Negativ. Edward Dempsey. Der sieht ein bisschen so aus wie der, wie hieß er noch? Der Privatdetektiv aus Heavy Rain. Ist das vielleicht sogar der gleiche Darsteller? Man weiß es nicht. Also gut, dann haben wir jetzt ja nur noch im Prinzip ihn hier übrig, ne? Den Herrn im Mantel. Der es auch definitiv wahrscheinlich ist. Der da guckt mich nicht an. Lieutenant Hank Anderson. Oder, wie wir ihn auch aus Starship Troopers kennen, Ausbilder Sim. Drill Sergeant Sim, um genau zu sein. Wer den Film gesehen hat. Sprechen. Lieutenant Anderson, mein Name ist Connor. Ich bin der Android von CyberLife.
Ich war auf ihrem Revier, aber niemand wusste, wo sie sind. Es hieß, dass sie vermutlich irgendwo etwas trinken. Ich hatte Glück, das ist erst Kleinigkeit. Die fünfte Bar. Ist die fünfte. Ihnen wurde heute Abend ein Fall zugeteilt. Tötungsdelikt. Verdächtiger ein Cyberlife-Android. Das Unternehmen hat für diesen Fall ein spezialisiertes Modell zur Unterstützung der Ermittler abgestellt. Na, ich brauche keine Unterstützung. Und schon gar nicht von so einem kleinen Plastik-Arschloch wie dir. Also ach, er mag die auch nicht, okay. Argumentieren, bedrohen, argumentieren! Ich habe ja keine Zeit. Hören Sie jetzt auf zu trinken und kommen Sie mit mir mit. Das würde uns beiden die Sache erleichtern. Aber das Glas wird nicht leerer. Was will er denn machen? Verständnisvoll. Beharren, bedrohen, verständnisvoll. Ich weiß, dass sich einige Menschen in Anwesenheit von Androiden unwohl fühlen, aber... Aber ich fühle mich absolut wohl. Jetzt hau ab, bevor ich dich zerquetsche wie eine Bierdose. Ich warte draußen. Entschuldigen Sie, Lieutenant. Ich wollte Sie nicht stören. Vielleicht war das ein Fehler. Ich warte draußen auf Sie. Lassen Sie sich Zeit. Sagtest du Tötungsdelikt? Ja. Da wirst du wach, wa? Und es regnet. Das hat den Heavy Rain auch gemacht. Ach je. Sollte er denn selbst fahren? Ist das gut? Du wartest hier. Dauert nicht lang. Geduldig. Ganz wie Sie wollen, Lieutenant. So ein Scheiß, ganz wie ich will. Gegensätzliche Befehle, Prioritäten setzen. Folge Lieutenant Anderson. Aha. Joss Douglas für Kanal 16. Können Sie bestätigen, dass es Mord war? Ich bestätige hier gar nichts. Ich scanne einfach mal so jetzt hier rum, ne? Nö, alles klasse. Darf ich da jetzt durch? Wahrscheinlich nicht, ne? Androiden haben hier keinen Zutritt. Er gehört zu mir. Welchen Teil von meinem Auto hast du nicht verstanden? Ihr Befehl widersprach meinen Anweisungen, Lieutenant. Du sagst nichts, du fasst nichts an und du stehst mir nicht im Weg, kapiert? Alles klar, ich werde alles anfassen. Wir dachten schon, du tauchst nicht mehr auf. Ja, das war der Plan, bis dieses Arschloch aufgetaucht ist. So, du hast jetzt einen Androiden, hm? Oh, sehr witzig, sag mir einfach, was ist passiert? Geht nach von der Vermieter an. Sein Mieter war mit der Zahlung in der Rückschaft. Er dachte, er sieht mir nach, was los ist. Moment mal. War noch schlimmer mit geschlossenen Fenstern. Oh je. Ich hätte draußen bleiben sollen. Ich wollte noch was gucken. Carlos Ortiz. Er ist vorbestraft wegen Diebstahl und schwerer Körperverletzung. Seinen Nachbarn zufolge war er ein Einzelgänger. Entschuldigung. Blieb meistens in der Wohnung, ließ sich nur selten blicken. Puh, bei dem Zustand hätte man nicht alle mitten in der Nacht zusammentrommeln müssen. Morgen früh hätte er auch gereicht. Ja. Den hättest du nicht mehr gerettet. Schon knapp 3 Wochen da. Der Rechtsmediziner wird das klären. Da drüben liegt ein Küchenmesser. Vermutlich die Mordwaffe. Anzeichen für einen Einbruch? Nein. Der Vermieter sagt, die Tür war von innen fest verschlossen. Alle Fenster waren verrammelt. Der Killer muss hinten raus sein. Was wissen wir über seinen Androiden? Nicht viel. Die Nachbarn wissen, dass er einen hatte, aber er ist nicht hier gewesen. Ich brauche mal frische Luft. Ja, ist gut. Fühl dich wie zu Hause. Ich bin draußen, wenn du mich brauchst. So fühlt er sich wahrscheinlich auch. Okay. Untersuchen Sie den Tatort. Briefing abgeschlossen, okay? Alles klar. Schauen wir uns mal um. Die Buchstaben sind perfekt. Viel zu sauber. Kein Mensch kann so schreiben. Das ist wieder dieses Drogenzeug, ne? Red Eyes, ja, was der Todd auch nimmt. Opfern am Drogen. Probe?
Ja. Also erstmal analysieren. Ich mache erstmal Probe. Ist ja, glaube ich, egal. Hoffentlich. Bläh. Ist nicht das Blut des Opfers wahrscheinlich. Was machst du da? Ich analysiere das Blut. Ich kann Proben in Echtzeit prüfen. Tut mir leid. Ich hätte sie warnen sollen. Okay, nur nimm keine Beweise mehr in den Mund. Verstanden? Verstanden. Eigentlich sollte man ja gar nichts anfassen, ne? Ich glaub das alles nicht. Getrocknetes Blut. DNS-Analyse. Ortiz Carlos. Doch sein Blut. Okay. Keine Fingerabdrücke. Androiden beteiligt? Haben die denn keine Fingerabdrücke, ja? Okay. Chris. Ist das nur das Blut des Opfers? Ja. Getrocknetes Blut. DNS-Analyse. Ortiz Carlos. Alter, Probe. 19 Tage. Okay. Ich denke schon. Wir nehmen Proben für die Analyse. Sag ich mal her. Ja? Eden Club. Come visit us. Ich glaube, da gehe ich gegen später mal noch hin, ne? Red Eyes. Ja. Unser Freund Carlos hat gerne gefeiert. Ich habe es bereits festgestellt. Chris, ich will eine komplette Analyse der Drogen. Wird erledigt, Lieutenant. Auch da Blut? Auch seines? Auch 19 Tage alt. Okay. Ist ja echt kacke, dass ich jedes Mal die Dialoge unterbreche mit der ganzen Geschichte hier, aber ist halt so, ne? Mike, bist du fertig mit den Proben? Ja, das war's. Fingerabdrücke. Übereinstimmung in Daten. Zeichen eines Kampfes. Okay. Wieder seins. Gossips Weekly. Offiziell. Was? Offiziell? Sex mit Androiden ist besser. Ich weiß nicht, wie das vonstatten gehen soll. Naja. Nächstes. Spioniert ihr Android sie aus? Das wäre jetzt interessant zu lesen, nicht wahr? Immer mehr Experten weisen darauf hin, dass CyberKnife seine 120 Millionen Androiden nutzen könnte, um Details von Privatgesprächen seiner Kunden aufzuzeichnen und an Handelspartner zu verkaufen. Ja, das ist ja das, was Amazon mit Alexa jetzt schon macht, ne? Haben Sie ja beim Dinner mit Ihrer Haben Sie je beim Dinner mit Ihrer Partnerin über ein neues Auto gesprochen? CyberKnife könnte diese Information für gezielte Werbung nutzen. Doch hier enden die Möglichkeiten nicht. Von unüberlegten Aussagen bis hin zu politischer Zugehörigkeit kann alles gespeichert und für ruchlose Zwecke genutzt werden. Die Fülle an Berichten, die Warrens Präsidentschaft mit CyberKnife verbinden, tragen zur allgemeinen Sorge bei. Mehrere Verbraucherschutzorganisationen fordern eine Offenlegung der CyberKnife über die gesammelten Informationen und deren Verkauf. Doch das Unternehmen weigert sich. Forderungen nach einer offiziellen Untersuchung bleiben unbeantwortet. Bisher. Okay. Jetzt sind wir wieder bei dem Sexthema. Sorry, Ladies, aber es geht nicht. Nichts über Plastik. Oh je. Das Ergebnis unserer Umfrage macht es offiziell. 68% der Männer haben lieber Sex mit Androiden als mit einer echten Frau. 52% der Männer geben an, dass sie die Erfahrung mindestens einmal ausprobiert haben. Offenbar liegt eine Menge Androidenliebe in der Luft. Das habe ich eher nicht feststellen können bis jetzt. Sir. Was haben wir noch da? Da fehlt das Messer. Da gehört das Messer hin, das am Boden liegt. Mhm. Waffe wurde von hier genommen. Offensichtlich wusste der Täter, wo er das Messer herkriegt. Oder aber auch. Also, das ist jetzt natürlich reine Spekulation. Aber unter Umständen wusste er es.
Da, Baseballschläger. Okay, es wurde vielleicht versucht, sich zu wehren. Da sind doch definitiv Fingerabdrücke dran. Ja. Fingerabdrücke, Übereinstimmung mit Datenbank, Ortiz, Carlos, Vorstrafen, Diebstahl und schwere Körperverletzungen. Das stand wahrscheinlich vorher auch da, als es weggefloppt ist. Er hat sich also wohl gewehrt. Oder hat den Stress angefangen. Beule. Grundheftige Aufprallspuren von Thirium. Thirium, das klingt irgendwie nach einem Metall. Ich gehe davon aus, dass er damit auf einen Androiden eingeschlagen hat. Ah ja. Ich bin schon knallhart hier, ne? Mit der Analyse hier und so. Ich bin, glaube ich, besser als der Android. Also. Nee, er wollte offensichtlich gegen die Wand schlagen. Okay, da ist was. Da ist jemand. Abweichler nahm ein Messer. Wieder ein Abweichler. Sehr, sehr interessant. Okay. Ja, ja, Messer hat er. Also hat er... Jetzt ja. Okay, er hat das Messer genommen. Weil er von ihm zusammengeprügelt wurde. Also ist die Spur auf dem Baseballbett doch vom Androiden, schätze ich. Ich muss ja auch noch ein bisschen rumfahren, ne? Damit ich auch alles wirklich sehe. Wer weiß, was ich alles schon verpasst habe. Da war gerade was. Genau. Abweichler wurde angegriffen. Emotionaler Schock. Okay. Das ist bestimmt dieses Drogenzeug da, was die aggressiv auf Androiden macht. Okay, soweit ist die Szene mal rekonstruiert hier, ja. Okay. Beweisstück überprüft, 8 von 10. Dann sind ja noch 2. Da vorne ist noch was, aber da habe ich doch schon geschaut, eigentlich, meines Erachtens. Nee? Ja doch, das habe ich doch gelesen. Mach da weg. Brauche ich nicht mehr. Nee, da gibt es ja noch eine zweite Seite. Nee, zurück. Bei diesem Prostituierten-Thema mit den Androiden. Offiziell. Nee, das habe ich doch gelesen. Es werden diverse Gründe... Ach, jetzt? Es werden diverse Gründe angegeben, aber wir glauben, dass der wahre Grund, den wahren Grund zu kennen. Androiden verlieren hinterher nicht über ihre Gefühle. Nee, wollen hinterher nicht über ihre Gefühle reden. Ja, klasse. Dieser Bericht wurde vom Eden Club gesponsert. Diskretion ist unser zweiter Vorname. Das ist ja sehr diskret. Ich glaube, jetzt habe ich aber alles gelesen, oder? Ich gehe trotzdem noch jede Seite mal geschwind durch, damit wir das... auch zu 100% alles haben. Ja. Ja, jetzt müsste ich alles haben eigentlich. Also in dem Heftchen. Noch irgendwo was? Da ist auch noch ein Raum. Oha. Writings on the wall. Zwanghaftes Schreiben. Okay. Oh. Was ist das denn? Religiöse Opfergabe. Ach du Scheiße. Heverin gab es ja auch den einen, der seine ganze Wohnung zugekritzelt hat, aber mit... Kruzifixen. Da ist etwas Seltsames im Badezimmer. Hast du es gesehen? Ich hab's gesehen, ja. Da ist auch noch was. Chefchen ist auch schon da. Warte mal, lass mich mal einen Schritt zurück hier. Ich komme da nicht hin sonst.
Ja genau, machen wir mal auf. Das Opfer habe ich noch nicht untersucht, ja. Ich glaube, ich mache das auch jetzt mal schnell. Wo ist er denn nochmal? Ich gehe gleich hin. War da jetzt nichts? Okay. Das Opfer ist da, wenn ich es richtig sehe. Ne? Ja. Dann schauen wir uns den nochmal an. Yummy, yummy, yummy. Was ist das denn? 28 Messerstiche. Okay, der ist richtig ausgerastet, der Android. Innere Blutung, 28 Messerstiche, vor mehr als 19 Tagen verstorben. 28 Messerstiche. Oh, jetzt kommt aber nicht jeder einzelne Messerstich hier dran, oder? Da stand auch noch Schusswunden? Nee. Verstorben, Ortiz Carlos. Nein, der ist tot. Größe 1,68, Gewicht 130 Kilo, geschätzter Todeszeitpunkt circa 23.30 Uhr. Okay. Ich habe noch zwei weitere. Da. Red Eyes. Ja, wissen wir Bescheid. Ist ja, ne? Nimmt ja jeder hier scheinbar. So eine Modeerscheinung. Da ist er hat noch was in der Hand. Das wird es wohl sein. Fingerabdrücke. Übereinstimmung, Datenbank, Ortiz, bla 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 bla. Genau, das war das am Baseballschläger. Dann rekonstruieren wir es mal. Okay. Er ist auf seinen ganzen Flaschen ausgerutscht. Ja, also Alkohol und Drogen ganz normal in der Geschichte hier. Ja, wollte wohl auch aus der Küche daherkriechen. Wollte sich aufrichten. Opfer wurde erstochen. Ja, obwohl, der wollte sich vielleicht auch nicht mehr aufrichten. Naja, schön 28 Mal im Bauch, ne? Haben wir gesagt. Moment, Stück zurück. Doch, das ist es. Sie kamen aus der Küche. Ja, gut, das ist jetzt für mich schon relativ klar. Da ich ja zuerst in der Küche war. Ich kann es allerdings noch nicht rekonstruieren. Doch, ich kann es rekonstruiere es ja gerade. Aber, ich meine, das scheint noch nicht beendet zu sein. Ja, irgendwas scheint noch zu fehlen. Ich habe zwar 3 von 3. Opfer wurde erstochen. Sie kamen aus der Küche. Ja. Ja, oh ja, 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 ja. Jetzt haben wir da auch den. Ja, soll ich nochmal nachzählen? 1, 2, 3, 4, 5. 5! Ja, wenn man ein paar Mal vor uns zurückspult, dann kommen wir auf 28, ja? Aber er hat ja auch vorher schon ein paar Stiche gekriegt. Ja. Also gut. Scheint an der Stelle es gewesen zu sein hier. Also ich sehe zumindest nichts mehr. Ich kann's, mir wird zwar immer wieder gesagt, ich soll mal mit der Kamera ein bisschen schwenken, aber so den riesigen Fortschritt mache ich dadurch hier nicht, glaube ich. Körper stürzte hier. Ja, okay. Ja gut. Also mehr scheint es hier nicht zu geben, glaube ich. 3 von 3 habe ich gefunden. Er hat Stichwunden. 28 Stück. Ja. Der Killer hat es echt auf ihn abgesehen. Es war Notwehr.
normale Buchstabenschriftart. Cyberlife Sans. Ach du Scheiße, das hat der Android geschrieben, in dem Fall, nicht wahr? Und zwar akkurat. I am alive. Ich bin lebendig. Noch irgendwelche Sachen übersehen. Ich soll den Bericht erstatten, hat jetzt die letzte Aufgabe gelautet. Ich mache trotzdem nochmal einen ganz, ganz kleinen Flug durch die Bude hier. Ob ich auch wirklich nichts vergessen habe. Guck mal, da ist was. Er ist natürlich er. Okay. Das im Bad, das könnte ich mir sogar vorstellen, dass das auch der Android war. Ja, er ist ja lebendig, er hat ja offensichtlich... Also sie haben ja offensichtlich auch in irgendeiner Form Gefühle. Das heißt, da könnte ich mir also auch durchaus vorstellen, dass da so wie so eine Art Religion möglich ist, ne? Hier wird mir immer noch die Zeitung angezeigt. Ich habe das Ding doch komplett durchgeblättert, sage mal. Ich habe es doch wirklich durchgeblättert. Ich weiß nicht, was ich da noch machen soll. Aber das ist auch, glaube ich, nichts, was jetzt unbedingt hier zielführend ist. Wie gesagt, das ist kein Beweismittel. Das ist einfach nur da. Ich gehe jetzt zu Onkel Hank und erstatte ihm Bericht. Hank. 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 Ich muss reden. Jetzt. Lieutenant. Ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Ach ja? Los, ich alles schon erledigt. Alles begann... In der Küche. Der Küche. Ich glaube, ich habe das falsch gemacht. Hier gibt es eindeutige Kampfspuren. Die Frage ist nur, was genau hier passiert ist. Das Opfer griff den Androiden an... einem Schläger. Das passt zu den Beweisen. Weitermachen. Ich könnte natürlich auch bewusst jetzt was Falsches sagen, ne? Also, aber ich will nicht. Es widerspricht mir. Der Android war... Der Android stach auf das Opfer ein. Ja. Dann hat der Android also versucht, sich zu verteidigen, ja? Und was geschah dann? Das Opfer floh dann... Ins Wohnzimmer. Ins Wohnzimmer. Im Bad war kein Blut, wohlgemerkt. Also ich habe zumindest mal keins gesehen. Und die Rekonstruktion hat ja eindeutig ergeben, dass er aus der Küche direkt ins Wohnzimmer gegangen ist. Und er wollte dem Androiden entkommen. Das macht irgendwie Sinn. Der Android tötete das Opfer. Mit dem Messer. Mit dem Messer. Okay. Deine Geschichte ist nicht völlig abwegig. Aber sie sagt uns nicht, wo der Android hin ist. Der Schläger beschädigte ihn. Und er verlor Tyrium. Er verlor was? Tyrium. Oder ist das... Sie nennen es blaues Blut. Ah. Die Antriebsflüssigkeit für Android-Biokomponenten. Sie verflüchtigt sich nach ein paar Stunden und ist dann für das Auge unsichtbar. Aber ich wette, du kannst es noch sehen, oder? Korrekt. Suche nach blauen Blutspuren. Das muss ja wohl in der... Da, guck mal, da ist ja sogar noch mehr. Ja, blaue Blutspuren. Ich sehe sie ja schon. Und da ja auch in der Küche auf ihn eingeschlagen wurde, muss der Großteil dieser Blutspuren in der Küche sein. Nämlich da vorne. Wieso nimmt er das jetzt? Ich wollte das nicht... Er hat ihn hier geschlagen. Das heißt, hier muss... Da unten ist doch Blut. Kann ich das nicht irgendwie... Ich sehe es doch die ganze Zeit. Wieso kann ich es mir denn nicht... Achso, wir wollen ja wissen, wo der Android hin ist. Ist ja geil. Natürlich. Also gut. Finde den Abweichler. Ich sag... Moment. Ah ja. Okay. Vielleicht gleich machen sollen. Dahin gehen. Leiter wurde benutzt. Leiter wurde benutzt. Ja, genau. Spuren führen auf den Dachboden. Öffnen.
Oder muss ich? Muss ich? Kann ich? Habe ich auch andere Möglichkeiten? Nö. Ja. Vielleicht Leiter finden. Ins Bad geht auch Blutspuren? Okay. In die Dusche gehen die Blutspuren, nicht zur Toilette. Okay. Ja, aber jetzt stehe ich hier davor. Moment. Ja, enden bei der Dusche. Finde etwas zum Klettern. Achso. Ich sollte öfter mal lesen, was ich machen soll, ne? Etwas zum Klettern. Etwas zum Klettern. Guck mal, ein Stuhl. Hey, 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 was hast du mit dem Stuhl vor? Dich erschlagen. Ich will etwas überprüfen. Oh. Dann überprüf mal schön. So. Mahlzeit. Durchsuche den Dachboden. Suche nach dem Abfall. Es ist relativ eindeutig. Beziehungsweise es ist relativ eindeutig, aber nicht so eindeutig. Also es ist auf jeden Fall Blutspur da. Die geht auch bis dahinter. Die ist auch recht groß. Moment. Weiß nicht, soll ich das? Ich kenne ja nichts anderes. Ich habe geahnt, dass er nicht da steht. Dass da irgendwas anderes ist. Alles klar. Rede mit mir. Ich bin einer von dir hier. Einer von dir, einer von euch. Es wird doch wohl nicht zu einem Showdown kommen. Ich kann aber auch, muss ich ganz ehrlich sagen, nichts wirklich machen hier, ne? Also, ich kann nur einfach laufen. Habe ich gesehen. Er wollte mich umbringen. Ich bitte. Du weißt also, was umbringen ist. Verrat mich nicht. Connor, was zum Teufel ist denn da oben los? Er ist hier, Lieutenant. Wieso konnte ich da jetzt keine Entscheidung treffen? Sofort alle her,